Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Mittwochmorgen. Heute ist der 19.05.2021 und vor uns ist der Übergang der Sonne vom Stier in die leichtfüßigen Zwillinge. Das ist ein Monatshoroskop. Ich wurde mehrfach gebeten, darum auch Monatshoroskope zu machen. Hier ist es. Ich orientiere mich immer an den astrologischen Ereignissen, aber nicht an diesem falschen cäsarischen Kalender. Cäsar, wie wir wissen, ist der Ziegenbock Kasar. Also am Ziegenbock-Kalender orientiere ich mich nicht, sondern an den astrologischen Ereignissen. Und jetzt haben wir ein Monatshoroskop. Ich möchte dann auch einen kurzen Überblick über die einzelnen Sternzeichen machen. Aber schauen wir uns zunächst einmal die Zahlen an. Die Zahlen lauten 20, 25, 27, nochmal 27, 29, 30, Quersumme die 3. Die 20 steht zwar üblicherweise für den Ende eines großen Zykluses, ist aber in dem Fall nicht zutreffend. Ich würde eher sagen, hier haben die Leute einfach große Existenzängste, weil das sagt die 20 auch aus, große Armut. Die 25 an zweiter Stelle, sozusagen der Drehpunkt des nächsten Monats, steht dafür, man hat, also Wolf im Schafspelz, man hat viel für andere getan, erwartet es sich zurück, der andere hat die Botschaft nicht verstanden, man ist dann entsprechend wütend und möchte sich rächen. Hier steht auch große Verletzbarkeit dahinter, was natürlich mit dieser Angst vor Armut sehr gut zusammenpasst. Also das heißt, hier sollen wir auch unsere Gefühle klar und deutlich lernen zu artikulieren. Dann haben wir die dritte 27. Die dritte 27 bedeutet für mich, dass wir jetzt viel oder mehr als sonst arbeiten werden müssen. Klar, im Angesicht, Volksgenossen, es ist uns gelungen, die Preise erfolgreich zu verbessern. Ja, natürlich, den Preisen geht es wunderbar. Die Preise fühlen sich glücklich und wohl, aber ihr wisst ja, wir sollen ja auch umerzogen werden, also kein Fleisch mehr essen, wie das, ich glaube, Takatuka-Land ist ja ein rein vegetarisches Land und daher ist das nicht erwünscht. Fleisch essen wird ja abgeschafft. Aber dafür dürfen wir dann Insekten futtern oder wie das ein schwedischer, hochintelligentes Genie von sich gegeben hat, auch Leichen. Warum nicht? Der Leichenschmaus erspart dann Friedhofsflächen. Wir haben die 29 dann an fünfter Stelle. Diese Karte, die 8 Stäbe passt dazu nicht. Ich habe zur 29 lieber die 15 genommen und die Nordic Walking Karte genommen, wo es einfach, ja, jetzt habe ich die zwei Kelche vergessen, wo es einfach um starke Süchte geht, ja, wo man einfach auch von der Partnerschaft nicht lassen kann, wie hier die Kette das wunderschön darstellt. Ja. Also das heißt, hier geht es darum, sich selber zu lieben, lernen sich selbst zu lieben. Die 30 dann als letzte Zahl passt das Bild hier mit den 7 Stäben ebenfalls überhaupt nicht, weil es ja eine gute Zahl ist. Und deswegen habe ich einfach wieder mal die 3 Stäbe genommen, gute Aussichten und schaut gut aus. Allerdings aufgrund von wenig Energiereserven erfolgt immer wieder Rückzug. In Summe wird uns dieses Monat, weil es ist ein Monatshoroskop, die 3 bringen. Die 3 als Quintessenz, das bedeutet Kreativität, geschehen lassen, weibliche Kraftentfaltung. Weiter zum zweiten Teil. Ende.